Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie lange kennt Sie Gott schon? Oder kennt er Sie überhaupt? Hat Gott Sie heute in dieser Zeit zum Heil berufen, um Ihnen das ewige Leben zu geben? Und wenn ja, wie lange steht das bereits schon fest, dass Gott Sie in dieser Zeit berufen hat, berufen wird? Schauen wir uns einmal ein paar Bibelstellen an, die uns zeigen, was bei anderen Menschen, die in der Bibel erwähnt werden, der Fall war. Und ich habe vor einigen Jahren eine ähnliche Predigt gegeben, aber sie war ähnlich, sie war nicht identisch. Also meinen Sie nicht, ach, das habe ich alles schon gehört, das brauche ich mir heute nicht mehr anzuhören. Da lägen Sie total verkehrt. Schauen wir uns zunächst einmal Römer Kapitel 9 an. Es geht hier um Jakob und Esau. Und Jakob war dazu bestimmt, berufen zu werden in diesem Leben, Esau aber nicht. Und schauen wir uns an, wie Gott diese Entscheidung getroffen hat. In Römer Kapitel 9 und angefangen Vers 10. Und ich lese zunächst einmal von der revidierten Lutherbibel 2017, werde aber hin und wieder auch andere Bibelübersetzungen benutzen. In Römer Kapitel 9 und Vers 10, da lesen wir: Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Vers 11. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, auf das Gottes Vorsatz der Erwählung bestehen bliebe, nicht aus Werken, sondern durch den, der beruft, zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst oder weniger geliebt, im Hinblick auf die Erwählung. Jakob war, noch bevor die Kinder geboren worden waren, erwählt worden, um in diesem Leben das Heil angeboten zu bekommen. Esau nicht. Schauen wir uns auch eine Stelle in Galater an, wo Paulus genau dasselbe sagt. In Galater Kapitel 1 und Vers 15, da wird nämlich Paulus wie folgt zitiert. Da heißt es: Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durch Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Und so fort. Schauen Sie, Gott war dazu bestrebt, er hatte sich entschieden, Paulus von seiner Geburt an auszusondern, zu einem heiligen Zweck auszusondern. Was war der heilige Zweck? Das Evangelium zu verkünden. Nun, sowohl Jakob als auch Paulus haben in ihrem Leben vor der Anerkennung Gottes in ihrem Leben vieles getan, was falsch war, was bereut werden musste. Sie hatten schwer gesündigt. Aber gleichwohl steht fest, dass Gott bereits seit der Geburt, oder wie wir gesehen haben, noch vor der Geburt, entschieden hatte, dass er zum Beispiel Jakob und Paulus in diesem Leben berufen würde, aussondern würde. Nun, bedeuten diese Stellen, dass Gott irgendwo auf irgendwelche unspezifizierte Weise dazugesehen hat, dass dies alles so geschehen ist? Oder hat er ganz spezifisch eine Handlung vollbracht, eingegriffen, die Berufung vorgenommen, die Aussonderung? Nun, viele Stellen zeigen uns natürlich, dass es sehr spezifisch war. Die Ryrie Study Bible schreibt: Paulus war von seiner Geburt an dazu ausgesondert, gewisse Dinge zu tun, das Werk zu tun. Und sie schreiben dann, so wie das auch bei Jeremia der Fall war. Nun schauen wir uns einmal Jeremia an. Jeremia Kapitel 1. Jeremia Kapitel 1 und Vers 5. Denn der Jeremia, der wollte ja nicht so recht, nicht wahr? Der fühlte sich zu jung, der hatte irgendwo Probleme mit der Idee, dass er in irgendeiner Form ausgesondert war von Gott,
gewisse Dinge zu tun. Jeremia Kapitel 1 und Vers 5. Da sagt aber Gott zu ihm, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus. Wiederum die gleiche Aussage hier, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Gott kannte Jeremia vor seiner Geburt, vor seiner Zeugung. Er sonderte ihn aus vor seiner Geburt, vor seiner Zeugung, ein Prophet zu werden, um das Wort Gottes zu verkünden. Und alle diese Aussagen, gerade auch von Paulus und jetzt hier im Hinblick auf Jeremia, die geben eigentlich das wieder, was wir über Jesus Christus lesen. Und zwar in Jesaja Kapitel 49. Jesaja 49, und lesen wir zunächst einmal Vers 1. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen. Der Herr, Gott der Vater, hat wen berufen? Jesus Christus. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Und dann lesen wir weiter in Vers 5. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin von dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Das bezog sich auf Jesus Christus. Jesus Christus wusste das bereits. Er schrieb das nieder. Er schrieb die Worte Gottes des Vaters nieder. Denn das war seine Aufgabe. Das würde das sein, was er tun würde, als er dann hier als Mensch auf Erden lebte und natürlich dann auch weiterhin, nachdem er wieder auferweckt würde und durch die Kirche diesen Auftrag weiterhin erfüllen würde. Mit anderen Worten, Gott, der Vater, kannte Jesus Christus, aber nicht erst von seiner Geburt als Mensch an. Natürlich kannte er ihn weitaus früher. Schauen wir uns einmal an, was Christus selbst sagt. In Johannes Kapitel 17 und in Vers 24. Johannes Kapitel 17 und Vers 24. Vater, da sprach er in diesem Gebet in Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung und der schrecklichen Folterung und der Mord an ihm, alles das, was folgen würde. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war, oder wie es auch übersetzt werden kann, vor Grundlegung der Welt. Und so hatte der Vater auch bestimmt, dass Jesus Christus als Mensch sterben würde, dass er verraten werden würde, verhaftet werden würde, gefoltert werden würde, sterben würde für sie und mich, sodass wir Vergebung der Sünde erlangen können. Schauen wir uns dies an, Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2 und in Vers 23. Diesen Mann, sagt Petrus hier, der durch Gottes Ratschluss, und andere schreiben hier sogar, durch Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Das war alles vorher bestimmt gewesen. Nun, seit wann stand es fest, dass Jesus Christus kommen und für uns sterben würde? Wir lesen eine interessante Stelle in Offenbarung 13 und Vers 8. Ich möchte jetzt hier aus der neuen Lutherbibel 2009 zitieren. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 8. Und da lesen wir Folgendes. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an,
Es geht hier um das Tier. Das ist eigentlich nicht so richtig übersetzt hier. Es sollte heißen, beten ihn an. Denn es geht hier um die letzte Auferstehung des Römischen Reiches, mit anderen Worten der Europäischen Vereinigung, die wir zurzeit sehen, dass sie sich bildet. Und es geht um den letzten Repräsentanten des Römischen Reiches, des wiederauferlebten, wiederauferweckten Römischen Reiches. Und das Wort Tier kann sich sowohl auf die Macht beziehen, als auch auf den Repräsentanten. Hier geht es um den Repräsentanten. Und so heißt es auch hier. Und alle, die auf der Erde wohnen, die beten ihn an, sollte es heißen. Deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Also es geht hier darum, dass das Lamm von Grundlegung der Welt an geschlachtet war. Das stand bereits fest. Die Elberfelder Bibel bringt es ähnlich. Sie schreiben im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wiederum gefragt, war Jesus Christus der Einzige, den Gott der Vater seit Grundlegung der Welt an gekannt hat? In Matthäus Kapitel 25 lesen wir in Vers 34, auch wiederum aus der Lutherbibel 2009. Matthäus 25 und Vers 34. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Einige sagen, ja, das ist so eine allgemeine Floskel. Es bezieht sich lediglich auf eine Gruppe von Menschen, die nicht identifiziert sind. Gott hat einfach nur bestimmt, dass irgendwelche dann im Laufe dieser Zeit berufen werden würden. Und insoweit ist dann natürlich auch für sie das Reich vorgesehen. Lesen Sie die Stelle so? Was sagt Christus hier zu den Jüngern, zu seinen Jüngern? Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, das sind ganz spezifische Menschen hier. Erbt das Reich, das euch ganz spezifisch, individuell, euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Es geht hier nicht um eine allgemeine Floskel, es geht ganz spezifisch um identifizierbare Menschen. Und das werden wir auch ganz klar und deutlich sehen, wenn wir uns die nächste Stelle anschauen, auch wiederum aus der Lutherbibel 2009 zitiert, in Offenbarung Kapitel 17 und in Vers 8. Denn es war nicht nur Jesus Christus, der von Grundlegung der Welt dazu bestimmt war, zu sterben. Es geht auch um die Menschen, die Christus folgen würden. Die kannten sie auch insoweit natürlich schon im Hinblick auf das Alte Testament. Sie kannten die Prophezeiungen, dass Christus kommen würde. Die Menschen danach, die wussten, dass Christus gekommen war und was alles geschehen würde oder geschehen war. Diese Menschen, die waren auch von Grundlegung der Welt an Gott bekannt. Aber schauen Sie, noch viel mehr wird gesagt. In Offenbarung Kapitel 17 und in Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen, ist nicht, wird wieder aus dem Abgrund aufsteigen und wird in die Verdammnis fahren. Und die Bewohner der Erde, deren Namen, unterstreichen Sie das Wort Namen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, von Grundlegung der Welt an. Die werden sich wundern, wenn sie das hier sehen, dass es gewesen ist und nicht ist und doch wieder ist oder obwohl es doch ist. Es geht hier um die letzten Auferstehungen des Römischen Reiches. Und die Menschen, die nicht im Buch des Lebens niedergeschrieben sind, die werden diesem Tier folgen. Die werden keine Ahnung haben, wer oder was das Tier eigentlich ist, was für eine Bedeutung es hat. Aber diejenigen, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, seit Grundlegung der Welt an, die werden wissen, worum es geht. In anderen Worten, Gott hat diese Menschen vor Grundlegung der Welt an oder seit Grundlegung der Welt an zunächst einmal gekannt.
Wenn Sie zu denen gehören, die heute berufen sind, dann hat Gott Sie gekannt, Sie persönlich, seit Grundlegung der Welt an. Was ist mit Grundlegung der Welt an gemeint? Nun, einige sagen, es bezieht sich auf die Sünde von Adam und Eva und auf die Tatsache, dass, als die gesündigt haben, damit wurde die heutige Welt gegründet. Das mag sein, aber es bedeutet noch viel mehr als nur das. Schauen Sie, die Namen der Menschen, die in diesem Zeitalter berufen werden würden, die sind im Buch des Lebens verzeichnet. Sie sind daran geschrieben. Ihre Namen sind im Buch des Lebens verzeichnet. Ihr Name ist im Buch des Lebens verzeichnet, wenn Sie berufen sind. Und ich denke, Sie sind es, wenn Sie mir hier zuhören, wenn Sie weiterhin zuhören. Dann haben Sie ein Interesse an dem, was die Bibel sagt, was Gott Ihnen sagt. Und dieses Interesse kommt nur von Gott. In Lukas Kapitel 10 lesen wir die Verse 17 bis 20. Lukas 10, die Verse 17 bis 20. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sagten, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und er aber sagte zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Er bezieht sich auf die Rebellion von Luzifer und seinen Engeln, die gegen Gott rebellierten, die Gott von seinem Thron stürzen wollten. Aber sie wurden heruntergeschleudert auf die Erde. Luzifer wurde zu Satan. Christus war da, er sah dies und er erinnert sich daran. Und er sagt ihnen, ja, ich weiß, der Satan, der ist zum Luzifer geworden, oder vielmehr der Luzifer ist zum Satan geworden, herabgeschleudert worden auf die Erde. Ich sah den Satan fallen, wie er sagt, wie einen Blitz vom Himmel. Vers 19. Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht darüber, Vers 20, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich habe auch hier aus der Lutherbibel 2009 geschrieben, aber die Lutherbibel 2017 bringt es genauso. Ihr Name, wie der Name der 70 hier, ist im Buch des Lebens niedergeschrieben. Und das Buch des Lebens befindet sich im Himmel. Aber Gott kann die Namen derer, die im Buch des Lebens niedergeschrieben stehen, wieder auslöschen. Und zwar wird er es tun, wenn diese Menschen die unvergebbare Sünde begehen. Die unvergebbare Sünde, das heißt, sie sündigen mit einem Hass gegen Gott, sie wollen von Gott nichts mehr wissen, sie lehnen sich absolut gegen alles das auf, was für Gott und seinen Weg steht, und sie wollen das auch nicht mehr bereuen. Und da sie es nicht mehr bereuen wollen, können sie es auch nicht mehr bereuen, und damit haben sie die unvergebbare Sünde begangen, denn Gott vergibt nur dann, wenn man bereut. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 3. In Offenbarung Kapitel 3 und Vers 5. Wer überwindet, mit anderen Worten, wer diesen Weg weiterhin geht, wer die Welt überwindet, wer Satan überwindet, wer seine eigenen Begierden, seine eigene menschliche Natur überwindet, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen, seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also er kann ausgetilgt werden, dieser Name. Aber wer überwindet, dessen Name wird weiterhin im Buch des Lebens stehen. Und damit wird das ewige Leben einem solchen Menschen gegeben werden, wenn Christus zurückkommt. In 2. Mose Kapitel 32 finden wir eine interessante Stelle, die auch Näheres uns dazu sagt, wer aus dem Buch des Lebens getilgt werden kann. 2. Mose 32. Und wir fangen mit Vers 31 zu lesen an. Es geht hier natürlich um die Situation, wo das Volk, das goldene Kalb, errichtet hat, schwer gegen Gott gesündigt hat. Und Mose war natürlich jetzt sehr verzweifelt über diese Situation. Und in 2. Mose 32 lesen wir in Vers 31. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, da sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich Götter von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr aber sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir
gesündigt hat. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass wenn man eine Sünde begeht, in dem Augenblick tilgt Gott dann schon den Namen aus dem Buch. Und wenn man dann bereut, dann schreibt er ihn wieder nieder. Nein, es geht darum, wenn man diese endgültige, unwiderrufliche Entscheidung getroffen hat, nicht Gott folgen zu wollen, nicht überwinden zu wollen, dann wird Gott einem aus diesem Buch tilgen. Im Psalm 69 lesen wir etwas weiteres über diese sehr ernste Situation. Deswegen, wenn Gott Sie heute beruft, dann müssen Sie sehr Acht geben, dass Sie nicht wieder abfallen von diesem Weg, der Ihnen offenbart worden ist. Im Psalm 69, und lesen wir Vers 29. Und hier ist es Jesus Christus, der spricht. David hatte ich zwar niedergeschrieben, aber der ganze Zusammenhang zeigt, das sind die Worte Christi, aller Wahrscheinlichkeit nach, die er am Kreuz gesagt hat. Und da sagt er Folgendes. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Er spricht von denen, die unvergebbare Sünde begangen haben. Wenn Christus gesagt hat am Kreuz, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, dann bedeutet das nicht, dass alle die auch die unvergebbare Sünde begangen haben, auf einmal jetzt Vergebung erlangen sollen. Keineswegs. Es geht um die letztendlich bereuen würden. Wenn sie bereuen werden, dann wird Gott ihnen vergeben. Das war das Gebet von Christus. Viele verstehen das total falsch. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Gehen wir einen Schritt weiter. Hat Gott uns gekannt? Hat Gott sie gekannt? Bevor die Grundlegung der Welt erfolgt ist. Nicht erst seit der Grundlegung der Welt, sondern auch bevor. Schauen wir uns einmal Epheser 1 an. Epheser 1 aus der Lutherbibel 2017 werde ich wieder zitieren. Und angefangen in Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Und er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Die Lutherbibel 2009 sagt, er hat uns dazu vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann weiter in Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir, Vers 12, zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Andere schreiben hier, die wir zuerst oder als die Ersten auf Christus gehofft haben. Wir sind heute die Erstlinge derjenigen, die berufen sind. Heute werden nur wenige berufen. Die Vielzahl der Menschen wird im Millennium berufen werden, dieser tausendjährigen Zeitspanne, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird oder im darauffolgenden großen weißen Throngericht, der sogenannten zweiten Auferstehung. Heute sind wir die Erstlinge, aber es heißt, wir sind dazu vorherbestimmt worden. Wann? Nun, wir hatten es gerade gelesen. Ehe der Weltgrund gelegt war. Ehe der Weltgrund gelegt war, hat Gott sie bereits dazu vorherbestimmt, er hat sie bereits gekannt und dazu vorherbestimmt, in diesem Leben berufen zu werden. Machen Sie sich dies einmal klar, was das für Sie, für Ihr Leben eigentlich bedeutet. Wiederum, wie lange vor der Grundlegung der Welt hat Gott diese Entscheidung getroffen, sie in dieser Jetztzeit zu berufen? 2. Timotheus, Kapitel 1. 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 8 und 9. Darum schäme dich nicht, sagt Paulus dem Timotheus,
des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken. Das hatte er bereits ja vorher auch schon gesagt, was Jakobus oder vielmehr Jakob und Esau anging. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach seiner Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Das heißt hier, vor der Zeit der Welt. Oder wie die King James Bibel es bringt, bevor die Zeit begann. Bevor es eine Zeit gab, hat Gott sie bereits berufen, gekannt, vorherbestimmt, in dieser Jetztzeit Gott kennenzulernen. Eine Parallelstelle findet sich in Titus, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Da heißt es, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Auch hier anders übersetzt, bevor Zeit begann. Schauen Sie, Zeit ist etwas Physisches. Zeit ist etwas, was für physische Geschöpfe gilt. Das bedeutet, Gott hat sie bereits gekannt. Gott hat sie bereits vorherbestimmt, in diesem Leben berufen zu werden, in diesem Leben Gott kennenzulernen, bevor es überhaupt einen Menschen gab. Bevor Gott überhaupt einen Menschen, der hier nun physisch ist, erschaffen hat. Bevor Zeit begann. Bezieht sich das lediglich auf Menschen, die nicht spezifiziert sind, mit anderen Worten eine Gruppe von Menschen halt allgemein gesagt, wie einige das erklären wollen, auf diese Weise. Sogar solche, die sich Christen nennen, die meinen, im Leib Christi zu sein. Schauen wir uns noch einmal 2. Timotheus an. Kehren wir zurück zu 2. Timotheus, Kapitel 1. Und lesen wir ganz genau, was Paulus hier sagt. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9. Wen spricht Paulus hier an? Er hat uns, ganz spezifisch, er hat uns selig gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist. Nicht nach unseren Werken, aber die Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesus, vor der Zeit der Welt, bevor die Zeit begann. Ganz spezifisch bezieht sich das auf Sie und auf mich, wenn wir heute berufen sind, auf alle Menschen, die seit Adam und Eva berufen sind zum Heil. In 1. Petrus 1 wird noch mehr über diese Berufung, diese Erwählung gesprochen. 1. Petrus 1, die Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die ausgewählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes. Und die Lutherbibel 2009 ergänzt sogar hier, erwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Der Geist wird uns gegeben, sodass wir Gott mehr und mehr gehorsam sein können. Und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Schauen Sie, wir sind erwählt worden, um berufen zu werden, gemäß der Vorsehung Gottes. Und diese Vorsehung Gottes bezieht sich auf eine Zeit, bevor es überhaupt eine Zeit gab. Also nicht nur auf die Zeit ihrer Geburt oder auf die Zeit vor ihrer Geburt oder auf die Zeit seit Grundlegung der Welt, sondern es bezieht sich auch auf die Zeit vor Grundlegung der Welt. Mit anderen Worten, es bezieht sich auf eine Situation, wo es noch gar keine Zeit gab, wo es noch gar keine Menschen gab. 2. Thessaloniker, Kapitel 2.
2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat zur Seligkeit in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch hat berufen durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das ist das Potenzial. Aber schauen Sie, zunächst kommt die Erwählung und dann kommt die Berufung. Die Lutherbibel 2009 übersetzt die Stelle wie folgt. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und in Vers 13. Und ich lese es jetzt aus der Lutherbibel 2009. Wir aber schulden Gott allezeit Dank für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit erwählt hat, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Die Revised English Bible schreibt sogar hier, Gott hat uns von Anfang an oder von dem Beginn der Zeit an dazu erwählt. Die Stelle, auf die Sie vielleicht alle jetzt bereits gewartet haben, die Sie ein wenig die Bibel kennen, die möchte ich jetzt auch vorlesen. Und zwar können wir die aus der Lutherbibel 2017 vorlesen. In Römer Kapitel 8. Denn hier wird der genaue Plan, der Zeitplan, wenn man so will, von Gott offenbart. Römer Kapitel 8 und Vers 28. Und denken wir daran, bezieht sich das lediglich auf eine allgemeine Feststellung? Ganz allgemein. Oder geht es um spezifische Menschen, die hier angesprochen werden? Römer Kapitel 8 und Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, ausersehen, oder andere Übersetzungen haben hier, die er zuvor gekannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Wir sollen ja der Herrlichkeit Jesu Christi erlangen, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch, das heißt hier, gerecht gemacht, besser gerechtfertigt, von ihren Sünden losgekauft nach ihrer Reue. Und die er aber gerecht gemacht hat oder gerechtfertigt hat, und dann natürlich auch weiterhin dann gerecht macht, indem er in uns lebt, die hat er auch verherrlicht. Das ist jetzt der letztendliche Sinn des Ganzen. Wir sollen verherrlicht werden. Wir sind es noch nicht, aber das Potenzial ist da, dass wir verherrlicht werden, dass wir die Herrlichkeit Jesu Christi erlangen. Er hat uns zuvor gekannt. Er hat sie zuvor gekannt. Zuvor wann? Bevor es überhaupt eine Zeit gab. Er hat sie vorherbestimmt, damit sie in dieser Jetztzeit berufen werden, damit sie in dieser Jetztzeit gerechtfertigt werden, damit sie letztendlich verherrlicht werden, wenn Christus zurückkommt. Aber wir können versagen. Auch das wiederum ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu begreifen. Ein Beispiel findet sich in Lukas Kapitel 13. Wir hatten ja bereits gesehen, die Namen derer, die im Buch des Lebens niedergeschrieben sind, die können wieder ausgelöscht werden. Das soll uns nicht widerfahren, das darf uns nicht widerfahren. Einige gehen einen sehr gefährlichen Weg. Einige meinen, sie könnten Gott spotten. Einige meinen, sie könnten zurückgehen in die Welt und ihr Ding drehen. Sehr gefährlich. In Lukas Kapitel 13 und Vers 6. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum. Der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Hier ein Sinnbild für Gott, den Vater. Der schaut uns jetzt an und sieht, ob wir Frucht bringen, nachdem er uns seine Wahrheit offenbart hat. Und er sprach zu einem Weingärtner, symbolisch für Jesus Christus, siehe,
3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Christus spricht jetzt zu Gott, dem Vater, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Also hier werden 4 Jahre erwähnt. Das heißt jetzt nicht ganz spezifisch, dass man 4 Jahre hat, nachdem man mit der Wahrheit nicht mehr so zurechtkommt, sich von der Wahrheit abgewendet hat. Aber es geht um das Prinzip. Gott hat eine gewisse Zeitspanne uns gegeben. Und wenn wir absolut uns gegen ihn stellen, wenn wir absolut uns weigern, zu überwinden, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir abgehaut und abgehauen werden. Ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Wir haben eine kostenlose Broschüre. Gibt es eine Vorherbestimmung? Und ich möchte hier kurz von den Seiten 20 und 21 etwas Ihnen vorlesen. Die Seite 20 und 21 aus dieser Broschüre. Ich habe es mir hier abgedruckt. Ich kann auch direkt aus der Broschüre vorlesen. Seite 20 und 21. Da schreiben wir Folgendes. Der Kommentar von Fritz Rieneker schreibt zum Thema Erwählung und Römer 8, 28 Folgendes. Hiernach ist also die Prädestination oder die Vorherbestimmung ein vorlaufendes Handeln Gottes, durch das er bestimmte Menschen dieser Bruderschaft, besser der Gemeinde, schon vor ihrer Geburt zuordnet, also er ordnet gewisse Menschen der Gemeinde zu, damit sie einst Christus gleichgestaltet werden und zu seiner Herrlichkeit gelangen. Vorherbestimmung oder Prädestination bedeutet jedoch keineswegs, dass wir, die Gott in dieser Zeit zum Heil berufen hat, das ist jetzt unsere Aussage, garantiert das ewige Leben erlangen werden. Aber es bedeutet, dass wir von Gott vorherbestimmt prädestiniert wurden, um in diesem Leben zum Heil berufen zu werden, sodass wir das ewige Leben zum Zeitpunkt der Auferstehung erlangen können. Es ist jedoch auch möglich, dass wir dabei versagen. Die Vorherbestimmung hat also mit dem Zeitpunkt unserer Berufung zum Heil zu tun. Sie hat ebenfalls mit der Tatsache zu tun, dass unsere Namen, die Namen derer, die in diesem Leben berufen sind, im Buch des Lebens niedergeschrieben sind. Und das seit oder vor Grundlegung der Welt, vor Anbeginn der Zeit. Und dass unsere Namen in diesem Buch verzeichnet bleiben, solange wir nicht die unvergebbare Sünde begehen. Beachten Sie das folgende Zitat aus Herbert Armstrongs Broschüre Vorherbestimmung lehrt sie die Bibel. Und das ist aus dem Jahre 1957, auf den Seiten 14 und 15. Und da schrieb Herr Armstrong Folgendes. Vorherbestimmung hat nur etwas mit dem Zeitpunkt Ihrer Berufung zu tun, ob Sie jetzt in diesem gegenwärtigen Zeitalter berufen werden oder später. Beachten Sie dies in Römer 8, Vers 29 und 30, denn welche er zuvor gekannt hat. Wie groß Gott ist. Jetzt achten Sie ganz genau auf das, was hier geschrieben steht. Wenn Sie jetzt berufen sind, dann hat Gott Sie zuvor gekannt, kannte Sie tausende von Jahren, bevor Sie geboren wurden. Vorherbestimmung hat etwas mit der Berufung zu tun, nicht aber damit, ob man gerettet oder verloren ist. Diejenigen, die jetzt in diesem Zeitalter berufen sind, waren Gott vorher bekannt und vorherbestimmt, jetzt berufen zu sein, als die Ersten, die ihre Hoffnung auf Christus setzten. Alle anderen werden später berufen. Und dann schreibt der Armstrong, Gott hat lange im Voraus entschieden, wen er in der ersten Berufung berufen würde, um Priester oder König in seinem Reich zu sein, Anteil an der Errettung anderer zu haben. Das ist das, was wir in der Kirche Gottes gelehrt haben. Einige in der Kirche Gottes heute glauben daran nicht mehr. Meinen, es geht nur um eine allgemeine Feststellung, aber nicht um eine spezifische. Und wir sagen dann, um es noch einmal zu betonen, Gott hat bereits vor Tausenden von Jahren bestimmt und vorherbestimmt, wen er vor der Wiederkunft Christi zum Heil berufen würde. Soweit der Auszug aus dieser Broschüre, die Sie erhalten können. Sie ist kostenlos erhältlich.
Und wenn Sie sie noch nicht haben, sollten Sie auf alle Fälle bestellen und lesen. Und wenn Sie sie gelesen haben, vor einigen Jahren vielleicht, lesen Sie sie noch einmal. Denn diese Broschüre beschreibt deutlich, was eigentlich Ihr Potenzial ist und wie Gott zu Ihnen steht und wie Gott Sie sieht und wie Sie zu Gott stehen sollten. Mit anderen Worten, Gott kannte Sie, noch bevor es eine Zeit gab, noch bevor die Welt gegründet worden ist, lange bevor Sie geboren worden sind. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass Gott uns beobachtet hat, dass er unser Leben beeinflusst hat, bevor wir Gott überhaupt kannten. Denn jene, die heute berufen sind, die sind ja von Gott dazu auserwählt worden, vorherbestimmt worden, heute berufen zu werden. Bevor wir zum Glauben kommen würden. Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 13, Vers 48 in der neuen Lutherbibel an. Apostelgeschichte 13 und Vers 48. Als das aber die Nationen hörten, da freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn, und wie viele von ihnen zum ewigen Leben bestimmt waren, die wurden gläubig. Zunächst kommt die Vorherbestimmung, und dann kommt der Glaube. Nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Wir lesen, dass keiner zu Gott kommen kann. Keiner kann zu Christus kommen. Es sei denn, der Vater zieht ihn. Und Gott will, dass wir erfolgreich sind. Natürlich will er das. Warum hätte er sonst sich die Mühe gemacht, uns vor Grundlegung der Welt, bevor es eine Zeit gab, vorherzubestimmen, dass wir berufen werden würden in diesem Leben, wenn er auf der anderen Seite sagt, ja, ist jetzt ganz egal, wie die sich jetzt verhalten. Philipper Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Philipper Kapitel 1 und Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten, für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute, und ich bin darin guter Zuversicht, oder man kann auch übersetzen, ich bin davon total überzeugt, die Schlachterbibel schreibt, weil ich davon überzeugt bin, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Und wann hat Gott das gute Werk angefangen? Bevor es eine Zeit gab, bevor der Welt grundgelegt war, lange bevor sie geboren worden sind, da hat er schon das Werk angefangen an ihnen. Und er will, dass sie erfolgreich sind. Er will nicht, dass sie versagen. Und so mag er sehr wohl gewisse Dinge in ihrem Leben beeinflusst haben, gewisse Entscheidungen, die sie getroffen haben, obwohl sie vielleicht gar nicht wissen, warum sie sie getroffen haben. Gott hat es gelenkt. Sprüche Kapitel 16, Vers 9 in der neuen Lutherbibel 2009. Sprüche Kapitel 16 und Vers 9. Das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ganz besonders gilt dies für diejenigen, die vorherbestimmt sind, in diesem Leben berufen zu werden. Auch in Sprüche Kapitel 20, Vers 24. Die Schritte eines Mannes kommen vom Herrn. Welcher Mensch versteht seinen Weg? Dann auch noch in Jeremia Kapitel 10, Vers 23. Wiederum aus der Lutherbibel 2017, Jeremia 10 und Vers 23. Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Letztendlich kommt es darauf an, gerade auch in unserem Leben, im Leben der Berufenen, was Gott will, wo Gott eingreift, damit wir unserer Berufung auch folgen können. Und wie ich sagte, er mag auch gewisse Ereignisse in unserem Leben hervorgerufen haben, erzeugt haben,
für einen Sinn, für einen Zweck. Auch wenn wir nicht verstanden haben, warum wir gewisse Dinge erleben mussten, was dieser Zweck war. Es gibt da viele Beispiele. Ich möchte einmal Josef erwähnen in 1. Mose 45. Der Josef, der wurde ja von seinen Jüngern oder vielmehr seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Die wollten jetzt Geld haben dafür. Die hatten mit Sicherheit nicht gedacht, dass sie etwas Gutes getan hätten. Na, vielleicht in ihren Augen war es gut, was weiß ich. Die wollten vielleicht Geld, dachten, das ist jetzt gut. Aber dann kamen sie später nach Ägypten. Und jetzt hat sich Josef ihnen offenbart und jetzt wurde ihnen klar, oh, das wird jetzt schlimm mit uns enden. 1. Mose 45, Vers 4. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und da sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nur 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und noch sind 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, Vers 8, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Und er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Also Josef sagt, ihr habt's zwar nicht gewusst, aber Gott hat es bewerkstelligt, um einen Zweck zu erreichen. Aber als dann Jakob starb, dann waren die Brüder keineswegs davon überzeugt, dass Josef nicht gegen sie vorgehen würde. Sie hatten wiederum Angst. Und jetzt lesen wir in Kapitel 50, die Verse 18 bis 20. Ihr, sagt Josef, gedachte das Böse mit mir zu machen in Vers 20, aber fangen wir mit Vers 18 an, den Zusammenhang zu sehen. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind seine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, die waren voller Furcht. Die dachten, wer weiß jetzt, was der Josef uns antun wird. Siehe, oder stehe ich denn an Gottes statt? Vers 20, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Nun, Josef wusste das mit Sicherheit nicht, als er nach Ägypten verkauft wurde. Die Brüder wussten das ganz bestimmt sogar nicht. Aber Gott hat einen Plan und den wollte er ausführen. Und den hat er ausgeführt. Und so gibt es gewisse Ereignisse in unserem Leben, die verstehen wir vielleicht nicht so recht, warum das so geschehen muss und nicht anders. Ein weiteres Beispiel findet sich im Buch Esther. In Esther Kapitel 4, da ging es darum, dass ein Plan bestand, alle Juden zu vernichten in Babylon. In Esther Kapitel 4, da hatte der Mordekai, der Onkel von Esther, davon erfahren und das Esther ausrichten lassen. Esther war ja eine Jüdin, aber mit dem König verheiratet. Und da heißt es jetzt in Esther Kapitel 4, angefangen in Vers 5. Und er rief Esther Hattach, einen von des Königs Kämmerern, der er diente, und gab ihm Befehl wegen Mordekai oder Mordechai, wie er auch übersetzt werden kann oder ausgesprochen werden kann, um zu erfahren, was das wäre und warum er so täte. Und er ging Hattach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman, dieser schöne Bursche da, versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzulegen, wenn die Juden vertilgt würden. Und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit ihr es Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für das Volk, für ihr Volk. Und als Hattach hineinkam und Esther die Worte Mordechais oder Mordechais sagte, da sprach Esther zu Hattach und gebot ihm, Mordechai zu sagen. Vers 11. Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Vers 12. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, da ließ Mordechai Esther antworten.
Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, dann wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und dann ging Esther hinein und sie war in der Lage, den König zu überzeugen, diese Vertilgung der Juden abzuwenden. Schauen Sie, Esther wurde die Frau des Königs zu diesem Zweck, dass sie letztendlich verhindern konnte, dass die Juden vernichtet würden. Es gibt eine weitere Stelle, die bezieht sich jetzt auf den Pharao von Ägypten. Warum kam der zur Macht? Wir lesen 2. Mose, Kapitel 9 und in Vers 16. 2. Mose, Kapitel 9 und Vers 16. Und das ist das, was Mose dem Pharao sagen sollte und gesagt hat, aufgrund der Inspiration von Gott. Das sind jetzt Gottes Worte, die Mose dem Pharao übermittelt. Aber dazu habe ich dich erhalten oder erweckt, wie es besser übersetzt werden sollte, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Das war der Grund, warum Pharao zur Macht kam. Gott wusste nämlich, dass der zunächst einmal das Volk nicht ziehen lassen würde. Aber diese Stelle wird nachher von Paulus zitiert. Im Hinblick auf die Erwählung, unsere Erwählung, als ein Gleichnis sozusagen. Und wir lesen dies jetzt in Römer, Kapitel 9, die Verse 16 bis 18. Römer, Kapitel 9 und die Verse 16 bis 18. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Aber der Zusammenhang ist die Erwählung. Der hatte nämlich gerade über Jakob und Esau gesprochen. Es geht darum, wir sind nicht erwählt worden, wir sind nicht vorherbestimmt worden, wir sind nicht berufen worden aufgrund unserer Werke, die wir getan haben, denn alles das stand bereits fest, lange bevor wir geboren worden sind. Aber hier wurde der Pharao erweckt oder an die Macht gebracht, um einen Plan, einen Zweck Gottes zu erfüllen, den er natürlich in keinster Weise kannte. Wir lesen auch eine weitere interessante Stelle in Johannes Kapitel 9. In Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Es geht hier auch um jemanden, der zu einem Zweck so gestaltet war, wie er gestaltet war. Die Jünger verstanden das nicht. Heute verstehen es vielleicht viele Menschen auch nicht, warum gewisse Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Johannes Kapitel 9, Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Ja, der muss ja jemand sein, der gesündigt hat, weil der ist ja blind geboren worden, nicht wahr? Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Aber Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und er würde ihn dann heilen. Schauen Sie, der war blind geboren, damit später Jesus Christus ihn heilen könnte, um die Werke Gottes damit zu offenbaren. Das erinnert uns ein wenig an Lazarus. Auch in Johannes Kapitel 11, da lesen wir über Lazarus. Johannes 11 und Vers 4. Als Jesus das hörte, dass nämlich der Lazarus krank war, da sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Mit anderen Worten, die Werke Gottes würden offenbar werden und Jesus Christus würde dadurch verherrlicht werden, weil er die Werke Gottes ausführen würde. Vers 6. Als er nun hörte, dass er krank war, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ging gar nicht dorthin. Und dann ist der Lazarus gestorben. Und dann heißt es in Vers 14. Da sagte ihn Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Ich bin froh um euretwillen,
dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Na, die Jünger verstanden das nicht. Dann heißt es später in Vers 40, dass Jesus wiederum sagt, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Christus wartete, bis Lazarus gestorben war, und dann ging er hin, um den Lazarus aufzuerwecken, zu einer physischen Auferweckung, um die Werke Gottes zu offenbaren. Gott wusste über Cyrus. Er kannte den Cyrus, sogar dem Namen nach, lange bevor Cyrus geboren war. Nun, Cyrus wurde nicht zum Heil berufen, aber Cyrus wurde, wie auch der Pharao, der einen gewissen Zweck erfüllen musste, der Cyrus wurde auch von Gott ausgesondert, um einen gewissen Zweck zu erfüllen, ohne dass der Cyrus das wusste. Wie ich sagte, der lebte gar nicht zu dem Zeitpunkt, als diese Stellen hier in Jesaja 45 niedergeschrieben worden sind. Jesaja 45, angefangen in Vers 1. Jesaja 45 und Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, der ist gesalbt worden, zu einem Zweck, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe, Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen und ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. Es geht hier um die Einnahme von Babylon. Und will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft. Der Gott Israels. Und dann kehren wir zurück zu Kapitel 44 und Vers 28, was er hier sagt. Gott, der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll alle meinen Willen vollenden und sagen, zu Jerusalem werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Das war der Grund, warum Kyros zunächst einmal Babylon einnahm, damit letztendlich er den Befehl geben würde, dass Jerusalem wieder gebaut werden, dass der Tempel gegründet werden könnte. Das ist niedergeschrieben worden 200 Jahre, bevor Kyros überhaupt geboren worden ist. Gott hatte das alles vorherbestimmt. Er hatte das alles festgesetzt. Sein Ratschluss, ein festgesetzter Ratschluss bestand wenigstens 200 Jahre vorher im Hinblick auf Kyros. Wir lesen von David, dass Gott über David sagte, das ist ein Mann nach meinem Herzen, der alle meinen Willen tun wird. Wieso wusste Gott das? Nun, weil David vorherbestimmt war, von Gott gekannt war, bevor es überhaupt eine Zeit gab. Und er war dazu berufen, in diesem Leben das Heil zu erlangen. Das war einer der Gründe. Er war zum Heil berufen, aber er war dazu vorherbestimmt, lange bevor er geboren worden ist. Und das zeigt auch, dass David dann immer mehr begriff, wie sehr Gott in seinem Leben wirkte. Am Anfang wusste er das natürlich noch nicht. Aber schauen wir uns nun einmal Psalm 139 an. Psalm 139, angefangen in Vers 13. Psalm 139 und Vers 13. Denn du hast meine Nieren bereitet und du hast mich gebildet im Mutterleibe. Behalten Sie Ihren Finger hier im Psalm 139. Aber was alles hat Gott im Mutterleibe bereitet? Na, den David, seine physischen Komponenten sozusagen, aber nicht nur das. Denn in Sacharja Kapitel 12, Sacharja Kapitel 12, und lesen wir einmal Vers 1. Sacharja Kapitel 12 und Vers 1. Denken wir daran zunächst. Im Psalm 139, Vers 13 sagt er, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Jetzt Sacharja 12 und Vers 1. Siehe, das ist die Last, die der Herr ankündigt. Über Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Ich lese das jetzt bewusst aus der revidierten Lutherbibel
2017 vor, weil das sehr schlecht übersetzt ist. Jetzt die Lutherbibel 2009. Sacharja 12 und Vers 1. Da liest es sich das wie folgt. Dies ist die Botschaft des Wortes des Herrn über Israel, sagt der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und dem Menschen Geist und Leben gibt. Es geht hier um den Geist im Menschen. Es geht nicht hier um den Odem. Aber auch das Wort gibt ist nicht die beste Übersetzung. Schlachter schreibt, der den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Er bildet den Geist des Menschen im Menschen. Wann? Nun kehren wir zurück zu Psalm 139. Und noch einmal Vers 13. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. In dem Augenblick, als David gebildet wird, bildet Gott in diesem Zusammenhang dann auch seinen Geist in ihm. Der Mensch wird gebildet. Und das zeigt, wie gottlos, um es deutlich zu sagen, Abtreibung ist. Man zerstört das Leben eines Menschen, der im Mutterleibe gebildet wird. Lesen wir weiter im Psalm 39, die Verse 14 bis 16. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner war. Alle Tage, schreibt er hier, sind in deinem Buch geschrieben. Nun, das mag sich auf die Tatsache beziehen, dass Gott vorher bestimmt hat, wie lange wir leben würden, wie lange die Tage unseres Lebens sein würden. Wenn das der Fall ist, dann können unsere Tage allerdings auch verlängert oder auch verkürzt werden. Je nachdem, wie unsere Handlungen aussehen. Eine Stelle hierzu findet sich zum Beispiel in Jesaja Kapitel 38 und in Vers 1. Jesaja 38 und Vers 1. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Und da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, wie ich vor dir in Treue und ungeteiltem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir gefällt. Und Hiskia weinte sehr. Und da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja, gehe hin und sage Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, sieh, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen. Hier wurden also die Tage, man könnte sagen, die festgesetzten, vorherbestimmten Tage des Hiskia um 15 Jahre verlängert. Der gleiche Gedanke findet sich in Sprüche Kapitel 10 und in Vers 27. Sprüche Kapitel 10 und Vers 27. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage. Die Tage werden verlängert. Aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Also die Tage, die ihnen eigentlich zugestanden hätten, die werden verkürzt, weil sie eben gottlos gelebt haben, gottlos gehandelt haben. Und so finden wir auch eine weitere Stelle in Psalm 55. Psalm 55 und in Vers 24.
Und du, Gott, wirst sie hineinstoßen und hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich, sagt hier David. Die Blutgierigen und Falschen oder auch Betrüger, wie es übersetzt werden kann. Schauen Sie, Christus sagt, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Diejenigen, die gerne Kriege führen, deren Leben wird verkürzt werden. Heute gibt es wieder viel Gerede über Krieg, dass man sich auf den Krieg vorbereiten soll und dass man natürlich einen Wehrdienst wieder einführen soll und so weiter und so fort. Und der Patriotismus herrscht, der Nationalismus herrscht, wiederum in Deutschland. Eine schlechte, eine böse, eine gefährliche Entwicklung. Diejenigen, die in den Krieg ziehen, werden, wie es heißt hier, noch nicht einmal die Hälfte ihres Lebens, das sie hätten haben können, vollenden. Viele von denen. Eine schreckliche Aussage hier, wenn man sich das überlegt. Nun, wenn wir zurückkehren zu Psalm 139. Lesen wir noch einmal diesen Vers 16. Psalm 139, Vers 16. Da heißt es hier wiederum, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Nun, andere haben das ein wenig anders übersetzt. Zum Beispiel schreibt die Authorized Version, also diese alte King James Bibel, anstelle von alle Tage waren in dein Buch geschrieben, alle meine Glieder waren in dein Buch geschrieben. In anderen Worten, sie beziehen sich auf die Bildung des Embryo, des Fötus im Mutterleib. Nun, warum wird das so gesagt? Weil das Wort für alle Tage oder auch alle Glieder nicht im Urtext steht. Da steht gar nichts. Das musste also jetzt ergänzt werden. Und so haben Übersetzer entweder geschrieben alle Tage oder alle Glieder, je nachdem, was ihre Auffassung war. Also beides ist möglich hier. Aber natürlich, alle Tage ist schon durchaus möglich, wie wir gesehen haben. Sie können verlängert werden, sie können verkürzt werden. Und manchmal gibt uns die Bibel Hinweise darauf, Einblicke, was Gott alles weiß über uns. Wie zum Beispiel in 1. Mose 18 und in Vers 19. Da wird etwas gesagt über Abraham. 1. Mose 18 und Vers 19. Da sagt Gott über Abraham, denn ich habe ihn dazu auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Auch das keine sehr gute Übersetzung. Andere haben es wie folgt, wie zum Beispiel die Authorized Version. Nicht, ich habe ihn dazu auserkoren, sondern ich kenne ihn. Ich kenne ihn, dass er seinen Kindern befehle oder befehlen wird und seinem Hause nach ihm, nicht, dass sie des Herrn halten, sondern und sie werden des Herrn halten, des Herrn Wege halten. Gott wusste das. Gott kannte Abraham genug, um zu wissen, was geschehen würde. Gott sagt, er kennt sogar unser Haar auf unserem Haupt. So viel weiß Gott über sie. Er kennt ihre Gedanken. Er weiß, was sie beten werden, noch bevor sie beten. Aber einige meinen, Gott kenne sie, Gott habe sie vorherbestimmt, Gott habe sie berufen in diesem Leben, um Gottes Werk zu tun. Und nichts von alledem ist wahr. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 7 an. Matthäus Kapitel 7. Und lesen wir die Verse 21 bis 23. Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, wenn Christus zurückkommt, Herr, Herr,
Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Die haben vielleicht gedacht, sie hätten im Namen Jesu diese Dinge getan. Und Christus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ihr gehört nicht zu denen, die ich gekannt habe, die Gott der Vater gekannt hat, vorher gekannt hat, die er vorher bestimmt hat, dann letztlich in diesem Leben berufen zu werden. Ihr gehört nicht zu der Gruppe. Die hat er nie gekannt. Und dann kann es solche geben, die Christus vielleicht einmal gekannt hat, aber im jetzigen Zeitpunkt oder wenn er zurückkommt, nicht mehr kennen wird, jedenfalls dann zumindest nicht, in dem Augenblick, wenn es zählt, weil sie zu weit abgewichen sind, zu leichtsinnig geworden sind mit Gottes Geboten. In Matthäus Kapitel 25, die Verse 11 und 12, es geht natürlich hier um das Gleichnis von den weisen und den nicht so weisen Jungfrauen. Matthäus 25, die Verse 11 und 12. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Und er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Jetzt kenne ich euch nicht. Das heißt jetzt nicht, dass diese Jungfrauen, diese törichten Jungfrauen, in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Das wird hier nicht gesagt. Aber gesagt wird, dass sie in dem Augenblick, wo Christus zurückkommt, nicht im Reich Gottes sein werden. Sie werden vielleicht noch weiterhin zunächst einmal in diesem Fleisch leben müssen. Sie waren in der Lage, Öl zu kaufen, aber es war zunächst einmal zu spät dafür, dass sie in diesem Augenblick das ewige Leben erlangen würden. Aber Gott kennt uns, er kennt sie. Er sollte es zumindest, wenn sie zu denen gehören, die heute berufen sind, weil sie dazu auserwählt worden sind, weil Gott sie schon seit der Situation gekannt hat, wo es noch gar keine Zeit gab. In 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 19. 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 19. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Nicht zu denen gehören, die das Gesetz übertreten. Und so bekräftigt dies Jesus auch selbst in Johannes Kapitel 10 und Vers 14. Aber noch etwas mehr wird hier gesagt. Johannes 10 und Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Gott kennt uns und wir müssen mehr und mehr dazu kommen, ihn, den Vater und Jesus Christus, kennenzulernen, zu kennen, zu wissen, was Gott von uns erwartet und verlangt. Und so möchte ich jetzt zum Abschluss noch einmal aus unserer Broschüre vorlesen, gibt es eine Vorherbestimmung. Und da sagen wir Folgendes auf Seite 21. Wenn Sie heute zum Heil berufen sind, wenn Sie dazu ausersehen und vorherbestimmt wurden, in diesem Leben berufen zu werden, dann weiß Gott, dass Sie es schaffen können. Und er ist zuversichtlich, dass Sie es auch schaffen werden. Soweit es Gott betrifft, haben Sie es bereits geschafft. Ihr Name ist im Buch des Lebens verzeichnet. In Gottes Augen sind Sie bereits in seinem Reich. Wir verstehen natürlich, dass Gottes Reich noch nicht auf dieser Erde errichtet worden ist, noch dass irgendein Mensch außer Jesus Christus bislang in Gottes Reich eingegangen ist. Jedoch wird dies in sehr naher Zukunft geschehen, wenn Christus zurückkommt. Einzig und allein Sie, einzig und allein Sie können diese Entwicklung aufhalten, indem Sie sich von Gott abwenden. Nur Sie können die Entscheidung treffen, den von Gott für Sie festgelegten und vorherbestimmten Plan abzulehnen. Nur Sie können sich entscheiden, aufzugeben.
Bitte tun Sie das nicht. Die Zeiten sind hart und sie werden noch härter werden. Aber Sie können und Sie werden es schaffen, wenn Sie Gott die Führung in Ihrem Leben überlassen. Hören Sie nicht auf, seiner Führung zu folgen. Und Sie werden in wenigen Jahren in seinem Reich sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.